Hallo, ich bin Carsten in Haltern. Und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich heute gerne ein Stück begleiten. Hallo nochmal und herzlich willkommen zur 6. Etappe auf dem Hohe Marksteig. Also heute geht es vom Wildtierpark Granat zum Schloss Lembeck und wieder zurück. Ja, ich bin diesmal nicht ganz so gespannt, was mir der Weg so bringt, weil ich vor 2 Wochen den Weg schon gegangen bin, aber musste dann irgendwann feststellen, dass das Mikrofon gestreikt hat und 90% des Videos war dann komplett ohne Ton. Ich hatte erst überlegt, ob ich es nicht per Voiceover dann kommentiere. Aber das hat mir so nicht gefallen und heute ist ja super schönes Wanderwetter und dann gehe ich halt die Tour nochmal. Fand die auch nicht so schlecht, bis auf ein paar Sachen, aber da kommen wir dann gleich zu. Also wenn ihr Lust habt, begleitet ihr mich heute. Ja, der Hohe Marksteig, der ist eigentlich auch so konzipiert, dass immer am Anfang und Ende einer Etappe eine Übernachtungsmöglichkeit besteht, oder zumindest in der Nähe, was jetzt was jetzt hier bei dieser Etappe nicht ganz so ist. Und zwar am Anfang dieser Etappe, da gibt es kein Hotel oder sonstiges. Man kann aber relativ problemlos vom Tierpark sich abholen lassen, vom Taxi, dann nach Haltern oder Regen und dann da übernachten. Aber es funktioniert schon. Ja, am Ende dieser Etappe ist ja das Schloss Lembeck. Und das ist tatsächlich auch ein Hotel. Ja, es geht hier schon die ganze Zeit auf dem Napoleonsweg, von einer breiten Forststraße hier. Insgesamt, weiß ich nicht, so 2-3 Kilometer. Und später stoßen wir auch wieder auf den Napoleonsweg. Und was es damit auf sich hat, sage ich euch gleich, wenn wir an der Napoleonsbuche sind. Ja, also das hier soll mal der Standort der Napoleonsbuche gewesen sein. Und hier auf dem Schild kann man lesen,
dass Napoleon auf dem Weg nach Russland hier über diesen Weg gekommen sein soll und im Schatten einer 20 Meter hohen Buche hier gelegen hat, als ihm 7 feindliche Spione gebracht wurden. Und die wurden hier an dieser Buche erhängt. Darum sagen viele auch hier Galgenbuche oder Seewendhelgenbuche. Okay. Jetzt geht es ein Stückchen noch weiter, noch ein paar hundert Meter, und dann werden wir den Napoleonsweg verlassen. Ja, nochmal zu diesem komischen Wort Seewendhelgen. Ja klar, wenn man drüber nachdenkt, ich denke mal im Niederdeutschen gibt es die 7, es waren ja 7 Spione, die da erhängt wurden, und im Niederdeutschen und auch im Niederländischen ist die 7 die Seven. Ich weiß jetzt nicht, ob ich es genau richtig ausspreche. Von daher würde ich mal sagen, dass die Buche Seewendhelgen-Buche heißt. Na, das ist auch mal manchmal doch interessant, wenn man noch mal drüber nachdenkt, was man so am Wegesrand liest. Na, den Napoleonsweg, den habe ich so gerade verlassen. Jetzt geht es dann Richtung, ich glaube, das Ding heißt Waldgasthaus Hohe Mark. Kenne ich nicht, war ich noch nie. Werde ich aber irgendwann mal ausprobieren. Und naja, da gegenüber geht es eigentlich wieder in den Wald rein, aber im Moment sieht das nicht so gut aus. Aber das seht ihr gleich. Okay, ist nicht das Waldgasthaus, ist die Waldschenke, aber so schlimm wird es jetzt nicht sein. Ja, und da gegenüber, man hört schon an den Kettensägen, wird kräftig Holz gemacht, beziehungsweise da wird nicht Holz gemacht, da wird Windbruch aufgeräumt, da hängt auch noch einiges an Witwenmachern in den Gipfeln rum, in den Wipfeln, in den Baumwipfeln. Habe ich beim letzten Mal schon gesehen. Da braucht man gar nicht versuchen durchzukommen. Aber ich weiß ja, wie ich an dem kleinen Waldgebiet vorbeikomme. Und das zeige ich euch jetzt. Ja, hier liegt noch einiges rum. Ja, nach 200 Metern kann man rechts rein. Durch so eine kleine Schonung hindurch, und dann kommt man an diesem, ich sag jetzt mal, verunglückten Waldstück vorbei und kann dann wieder Richtung Hohe Marksteig weiterlaufen. Ja, und nach so ein bisschen Querfeldein kommt man dann auch wieder auf den richtigen Weg.
Ja, und auch hier hat der Wind so einiges umgeworfen, aber hier sind die Forstarbeiter schon fertig. Ich habe gerade Bock auf einen Tee und hier steht Tisch und Bank. Also gibt es jetzt erstmal ein kleines Päuschen. So, den Pausenplatz habe ich natürlich wieder so verlassen, wie ich ihn vorgefunden habe. Und dann geht es jetzt weiter Richtung Schloss Lembeck. Und jetzt, wo man aus dem Wald raus ist, geht es dann auch. Vorsicht, Matsche. Jetzt, wo es dann aus dem Wald rausgeht, geht es dann zum großen Teil jetzt über Felder weiter. Und das macht die Tour auch schön abwechslungsreich. Ja, dann geht es jetzt erstmal ein paar hundert Meter an der Straße entlang, aber auf einem extra Weg. Dann geht das schon, ist ja nicht weit. Ja, normalerweise wird es jetzt hier weitergehen, aber da ich weiß, dass da hinten die Eisenbahnbrücke kurz vor Schloss Lembeck weg ist, nicht mehr da ist, ich weiß nicht, ob man es auf dem Handy sehen kann. Also ich habe jetzt da, wo der Pfeil unten ist, ist der B-Weg. Ich bin jetzt über den B-Weg hier hingekommen und da ein Stück oberhalb geht dann der A-Weg zurück. Ich sag mal, ja, auf dem Hinweg wird man, schätze ich mal, so 2 Kilometer sparen. Ich gehe jetzt auch nicht zum Schloss hin, aber wenn ihr dahin wollt, dann würde ich euch empfehlen, hier abzukürzen auf den anderen Weg. Und dann entweder über den A-Weg zum Schloss Lembeck oder wenn ihr sagt, ja, so interessant finde ich jetzt das Schloss nicht, dann könnt ihr natürlich auch sagen, okay, ich gehe einfach direkt, so wie ich es jetzt mache, auf dem anderen Weg zurück. Ich würde sagen, ich blende euch in der Zwischenzeit mal ein paar Archivbilder vom Schloss ein. Ich war da ja schon mal. Wie gesagt, es ist ein Hotel und ein Teil Heimatmuseum ist da wohl auch noch drin, wenn man so will. Ja, und ich sag jetzt mal, so Ende April, Anfang Mai zur Rhododendronblüte würde sich das schon lohnen, dahin zu gehen, weil der Schlosspark ist sehr bekannt für seine große Rhododendron-Schau, sage ich jetzt mal so. Aber die blühen jetzt noch nicht und dafür Eintritt zu zahlen, nee, da kürze ich dann jetzt hier ab. Ich finde es übrigens schade, es ist eindeutig, dass die Brücke nicht erst seit gestern weg ist, sondern schon eine geraume Zeit. Dass da auf der Internetseite keinerlei Hinweise sind, beziehungsweise der Track ist nicht geändert und da steht noch nicht mal geschrieben, hallo, wir schaffen es im Moment nicht, den Track zu ändern, nutzt die und die Umleitung oder so. Das finde ich schade. Also wenn man schon sagt, man macht so einen Weg und betreibt dann auch noch entsprechend eine Internetseite dazu, dann sollte man da auch mal ab und zu mal ein bisschen Pflege angedeihen lassen. Ja, und hier geradeaus und dann links über das Feld
Sag mal, da hinten könnte man theoretisch, wenn das jetzt hier ganz flach wäre, den Bahnhof schon sehen. Also hier kommen wir dann jetzt wieder auf den richtigen Weg bzw. auf den Rückweg Richtung Granat. Und diese Abkürzung, die gönne ich mir heute. Aber wie gesagt, das Schloss kenne ich und dann hin und zurück denselben Weg gehen, mag ich jetzt auch nicht. Also spektakulär ist der nicht. Ja, nach einiger Zeit geht es dann wieder in den Wald rein. Und dann weiter zurück Richtung Tierpark. Herrliches Wanderwetter heute. Erste Mal mit kurzen Armen, ohne Jacke. Dies Jahr. Ja, es wird Frühling. Oder wir haben jetzt endlich Frühling. Hoffentlich bleibt es jetzt mal ein bisschen so. Ja, das Interessante am Hohen Marksteig ist auch, dass er nicht nur über breite Forststraßen geht, sondern auch so kleine Waldwege nutzt, was aber auch unter anderem von Nachteil sein kann, weil es gibt durchaus auch Wege hier, die schon wieder so zugewachsen sind, dass sie gar nicht mehr als solche zu erkennen sind. Und dann muss man sich jedes Mal eine andere Strecke suchen. Aber so macht das Ganze auch andersrum wieder ein bisschen mehr Spaß. Wieder Zeit für einen Tee. Ich weiß nicht, ob man es auf der Kamera aussehen kann. Ja doch, hier im Hintergrund, hinter den Bäumen, ist dann jetzt schon das nächste Zwischenziel, der Feuerwachtturm. Ja, gucken, ob da nicht so viel los ist, dann gehe ich da hoch. Jetzt sind wir am Feuerwachtturm. Sieht so aus, als wäre da nicht allzu viel los, also dann werde ich auch mal hochgehen. Ich war da ja schon oben, gibt es ja auch schon ein Video von. Aber heute ist bestimmt eine super Aussicht. Ja, da haben wir den Fernsehturm von der letzten Etappe, wenn man so will. So, dann schauen wir mal. So, da haben wir die Degussa Hüls AG mit den beiden Kraftwerken. Und mal gucken. Ob ich so hinbekomme. Ja, da ist das Kraftwerk Scholven. Ja, mehr Einzelheiten kenne ich nicht. Es gibt zwar noch ein paar Sachen, die man erkennen würde, aber wo ich jetzt nicht wirklich weiß, die ich nicht zuordnen kann, muss ich sagen. Ja, auf der Seite hier bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, da hinten dieser Kasten, dieser helle, das könnte in Regen Iglo sein.
würde ich mal vermuten. Ich wüsste jetzt nicht, was da in der Gegend sonst noch so ein großer Klotz ist. Ja, aber man kann schon weit sehen. Und ich muss ehrlich sagen, ich war mir nicht bewusst, wie viel Windräder wir hier in der Region haben. Aber der Turm ist auch ganz schön am Wackeln, weil es auch ganz schön windig. Mein lieber Scholli. Ja, irgendwie ist das auch wieder eine interessante Etappe. Beziehungsweise dadurch, dass man ja hin und zurück läuft, nur nicht auf denselben Wegen, aber hat man jeweils am Anfang und am Ende, wenn man so will, so das gleiche Feeling. Ich weiß nicht, wie man das sagen soll. So, man ist wieder in derselben Gegend. Das ist schon interessant, weil jetzt gerade bei dieser Etappe hier war ja die Gegend am Schloss Lembeck doch eher ländlich ist als waldreich. Und hier ist man wirklich wieder richtig im Wald. Ist schon klasse. Ja, und zum Schluss umrunden wir jetzt auf so einem richtig schönen kleinen Waldweg den Tierpark, bevor es dann wieder zum Auto geht. Aber schaut euch mal hier den Wald an. Also dieses Stück hier ist aber völlig verwildert. Das ist ja super. Kommt man doch noch mal aus dem Wald heraus und jetzt geht's am Feldrand weiter. Hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Ja, das letzte Stück geht wohl hauptsächlich an der Straße entlang. Da kann ich mich auch jetzt schon laut Navi noch 1, bisschen Kilometer kann ich mich auch jetzt schon von euch hier verabschieden. Ja, ist wie gesagt eine abwechslungsreiche Etappe, aber wenn man den hohen Marksteig geht, sollte man nie ohne Navi unterwegs sein oder wenigstens eine Offline-Karte auf dem Handy haben, weil es kann einfach mal passieren, dass der Weg gar nicht mehr da ist oder solche Klamotten. Also da muss man drauf eingestellt sein. Ja, ich hoffe, euch hat das Video ein bisschen gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Bis dahin sage ich Tschüss, bis zum nächsten Mal.